Herzlich willkommen zu diesem Lernvideo zur französischen Grammatik. Heute betrachten wir das Passiv. Zunächst einmal zum Verständnis für die Leute, die vielleicht kein Latein hatten oder so. Was ist überhaupt das Passiv? Ein Beispiel, um den Unterschied zwischen Aktiv und Passiv klarzumachen. Ein Satz hier, Karl Benz und Gottlieb Daimler haben das Automobil erfunden. Das ist ein Satz, der steht im Aktiv. Das ist so das Gängigste, was wir so haben. Subjekt, Prädikat und Objekt. Das Subjekt ist Karl Benz und Gottlieb Daimler. Das Prädikat haben erfunden und das entsprechende Akkusativobjekt, das Automobil. Jetzt kann ich aber diesen Satz umbauen, indem ich das Satzteil, auf den das Verb einwirkt, betone. Das ist das Automobil. Dann ergibt sich der Satz folgendermaßen. Das Automobil wurde von Karl Benz und Gottlieb Daimler erfunden. Es geht also weniger um die Erfinder, sondern es geht um das Objekt, das jetzt hier zum Subjekt wird, nämlich das Automobil. Also nochmal, im Passiv wird also der Teil des Satzes betont, auf den sich das Verb bezieht. Dieser Teil wird zum Subjekt gemacht, das Auto. Betrachten wir nun mal, wie das funktioniert, wenn wir Aktivsätze in Passivsätze umwandeln. Zunächst mal eine wichtige Bemerkung, nicht alle Sätze können ins Passiv umgewandelt werden. Nur Sätze, und das bezieht sich jetzt auf das Französische, die ein direktes Objekt, also im Deutschen wäre das in den meisten Fällen ein Akkusativobjekt, enthalten, können ins Passiv gesetzt werden, da das direkte Objekt im Aktiv zum Subjekt des Passiv wird. Also, im Aktiv haben wir zum Beispiel den Satz, Marc appelle Jean. Daraus wird im Passiv Jean est appelé, par Marc, wobei der Nachsatz nicht unbedingt zwingend erforderlich ist. Wir sehen, das direkte Objekt Jean wird im Passivsatz zum Subjekt. Im nächsten Beispiel kann man erkennen, dass eben nur das direkte Objekt im Aktivsatz zum Subjekt des Passivsatzes gemacht werden kann. Marc telefon à Jean. Hier ist kein Passiv möglich, da Jean indirektes Objekt ist. Obwohl beide Sätze natürlich das gleiche bedeuten. Marc appelle Jean oder Marc telefon à Jean. Wir halten fest, nur Verben, die transitiv direkt sind, das heißt, diejenigen, die ein direktes Objekt verlangen, erlauben eine Passivform. In Klammern steht noch ein Nachsatz, den ich gleich noch mal ein wenig erläutern werde. Es sind also nur Verben, die das Passivkomposé mit avoir bilden, logischerweise. Betrachten wir jetzt im Einzelnen, was passiert bei der Bildung des Passivs. Zunächst einmal muss das Verb verändert werden. Das Verb, das im Aktivsatz steht, wird im Passivsatz ins Passé, Partizip Passé umgewandelt. Im Aktivsatz ist es noch eine konjugierte Form. Gleichzeitig wird diesem Partizip Passé eine Form von être vorangestellt, und zwar in der Zeit, die das Verb im Aktiv hatte. Nehmen wir nochmal das Beispiel. Benz et Daimler inventaient la voiture. Inventaient steht im Imparfait. Und wenn ich diesen Satz jetzt ins Passiv umwandle, muss ich im Hinterkopf behalten, dass ich das Verb être ins Imparfait setze. Es ergibt sich im Passiv dann, la voiture était inventée par Benz et Daimler. Benz et Daimler, Subjekt im Aktivsatz, werden hier einfach nur durch die Präposition par angehängt, während das direkte Objekt la voiture zum Subjekt wird. Es gibt noch eine Sache zu bedenken, nämlich, da das Verb aus dem Aktivsatz nun die Form des Partizip Perfekts hat, muss es wie ein Adjektiv angeglichen werden. Deswegen das zweite E am Verb inventer. Jetzt nochmal zu dem, was wir eben schon kurz erwähnt hatten. Das direkte Objekt wird Subjekt und rückt an den Satzanfang. Das bisherige Subjekt wird adverbiale Bestimmung und durch par an das Satzende gehängt. Hier nochmal das gleiche Beispiel von eben. Benz et Daimler werden vom Subjekt zur adverbialen Bestimmung gemacht und umgekehrt la voiture, das direkte Objekt, wird zum Subjekt.
Hier ein paar Beispiele für die korrekte Bildung des Passivs, denn es ist sicherlich ein Problem, die richtige Zeit jeweils zu bilden. Dazu einfach mal ein paar Beispiele. Also im Präsens, Marc appelle Jean. Das heißt, ich muss das Verb être im Passivsatz ins Präsens setzen und das ergibt dann Jean est appelé par Marc. Appelé bleibt immer gleich in allen Zeiten. Auch hier wieder im Passé Composé, Marc a appelé Jean. Das heißt, das Verb être muss ins Passé Composé gesetzt werden. Also a été appelé, also Jean a été appelé, wie man hier sehen kann. Das gleiche gilt fürs Imparfait, wie wir eben schon gesehen haben, Marc appelé Jean. Also muss ich das Verb être ins Imparfait setzen. Gleiches gilt für das Plusqueparfait, Marc avait appelé Jean. Und die zusammengesetzten Zeiten sind möglicherweise ein bisschen komplizierter, weil wir hier mit drei Verben operieren müssen. Denn das Plusqueparfait von être ist ja avoir plus Partizip passé von être, also Jean avait été und dann nochmal ein Partizip appelé. Wie man hier erkennen kann, beides eben Plusqueparfait. Ein letztes Beispiel noch als kleine Erinnerung an das letzte Grammatikvideo, wo wir das Passé Simple besprochen haben. Natürlich kann man diesen Satz auch im Passé Simple schreiben. Marc appela Jean und dann muss ich das Verb être ins Passé Simple setzen und das ergibt dann Jean fut appelé. Also, hier als Regel müssten wir uns merken, im Passiv muss nur das Verb être in die entsprechende Zeit gesetzt werden. Das folgende Verb ist immer das Partizip Perfekt und muss unter Umständen angeglichen werden. Es gibt noch sozusagen nebenbei noch eine weitere Erkenntnis, die ich jetzt hier klein in Klammern dazu gesetzt habe, die sich aus diesem Zusammenhang ergibt. Da nur Verben, die ein direktes Objekt erfordern, ins Passiv gesetzt werden können, ergibt sich eben noch eine weitere Erkenntnis, nämlich diese Verben werden immer mit avoir konjugiert. Das heißt, wenn wir zusammengesetzte Zeiten bilden müssen und wir überlegen, wird jetzt diese zusammengesetzte Zeit mit être oder mit avoir gebildet, dann kann man sich schon mal merken, dass wenn das Verb ein Verb ist, das ein direktes Objekt hinter sich herziehen kann, dann ist es immer mit avoir zu konjugieren. Denn ansonsten gäbe es unter Umständen ja auch eine Verwechslungsmöglichkeit mit dem Passiv. Wir fassen noch einmal zusammen. Ein Satz im Aktiv besteht eben aus Subjekt plus Prädikat, das ist dann immer das konjugierte Verb, plus direktes Objekt. Das ist die Voraussetzung für die Umwandlung ins Passiv. Denn das direkte Objekt wird im Passiv zum Subjekt gemacht, dann folgt wiederum das Prädikat, das besteht in dem Fall immer aus einer Form von être, wie wir eben in der vorigen Folie gesehen haben, plus das Partizip passé des vorigen Verbs, das im Aktivsatz als konjugiertes Verb fungiert hat. Und schließlich kann, muss aber nicht, deswegen steht das auch gleich in Klammern, das Subjekt, das im Aktivsatz Subjekt war, im Passivsatz mit dem Wörtchen par als adverbiale Bestimmung angehängt werden. So, ich hoffe, dieses Video war hilfreich und nützlich. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Auch nette Kommentare sind willkommen. Bei Fragen nutzt ihr bitte die entsprechende Funktion bei YouTube. Vielen Dank.